So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Niflheim. Ja, letzte Folge haben wir uns ja doch ein bisschen durch die ganzen Dungeons hier gekämpft. Ich habe jetzt hier noch kurz den Gang freigemeinet, der war nicht lang. Und ja, geht's hier gleich weiter mit unserem tollen neuen Bogen. So, hellblaues Spinnenweibchen, AD. So, kaputt. Ja, und dann schauen wir einfach mal tiefer, was wir hier noch so finden. Da hinten geht's nicht weiter. Irgendwo hier sind Ratten. Ganz viele Ratten. So, das war's dann auch mit denen. Ist hier hinten noch ein Raum? Es sieht fast nicht danach aus. Aber da rechts geht's, glaube ich, noch weiter. Oh, dich nehme ich mit. Oh, stopp. Einzeln. So. Ja, doch, die gehen deutlich angenehmer. Ich bin mal gespannt. Die können echt einmal diese faulen Eier fallen lassen. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten, weil wenn das hier in der laufenden Version dann nicht mehr der Fall ist, dann, ja, dann ist es doof. Ja, gehen wir mal weiter nach links, vielleicht finden wir da noch Höhlen. Die sind ja hier überall verteilt auf alle Ebenen. Oh, und ich habe vergessen, mir einen Geschwindigkeitstrank reinzuwerfen. Ich habe hier kurz ausgemüllt, also nichts Spektakuläres passiert. Ein bisschen Möhrchen noch reinpfeifen. Ja, Pilzvorrat haben wir mittlerweile auch einen sehr, sehr angenehmen. Da habe ich ja letzte Folge hier, ja, einige gekauft. Ja, und da kommt die nächste Höhle. So. Was erwartet uns hier? Oh, ein gefallener Priester. Was bist denn du für einer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nicht gehabt. Oh, das sieht richtig cool aus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Einen Pfeil in den Kopf. Ey, soll's schießen? Was? Du bist ja gar kein Gegner. Erste Aufgabe des gefallenen Priesters. So. Okay, ich soll den Priester des Todes nicht trauen. Und ich soll für den ein Artefakt finden. Was? Ich bitte dich, ein Artefakt für mich zu finden. Hasenfälle. Dafür kriegen wir uralte Armbänder und 50, ganze 50 Goldmünzen, meine Damen und Herren. 50 Goldmünzen. Okay, das scheint hier so ein Questgeber zu sein. Ich bin mal gespannt, was der hier noch so für uns auf Lager hat. Ich dachte, das ist ein Gegner, aber der wohnt hier auch so allein wie wir in unserer Höhle. Vielleicht wird das unser neuer Kumpel, wer weiß. Vielleicht will er oben bei uns einziehen. Er geht jetzt hier schon ein wenig aus seiner Höhle raus. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber jetzt machen wir mal hier die geistig behinderten Skelette weg. Die rennen ja hier alle gegen die Wand und irgendwie, ja, erlösen das ja von ihrem Leid. Moment, ich habe doch billige Pfeile da. Ach nee, die habe ich rausgeschmissen. Ja, die billigen Pfeile habe ich auch rausgeworfen. Oh, kaputt. So, und gegen vier auf einmal, das kriegen wir hin. Ah, wunderbar. Das juckt uns an all dem Scheiß mittlerweile. Ah, die armen Tröpfe da oben, das ist... Ich muss jetzt da kurz hoch, das kostet ein bisschen Zeit, aber... Das kann man doch nicht mit anschauen. Ah, jetzt hat's. Blub. So. Damit haben wir hier die Mauerläufer auch alle weg. Jetzt schauen wir mal, vielleicht geht's weiter nach links. Müssen wir uns mal merken, wo dieser Priester ist. Zwei Hasenfälle will der und dann haben wir zumindest, stopp, mal wieder ein paar Quests. Und wenn es heißt, erste Aufgabe des Priesters, dann wird uns da wahrscheinlich noch das ein oder andere erwarten. So, da hinten gibt es bestimmt wieder eine Höhle. Versuchen wir maximal zwei nach unten zu gehen und oh, die schwarzen Witwen, die.
Die haben eine ziemlich hohe Aggro-Range. Aber dafür schauen sie cool aus. So. Du kannst mit gar nichts. Ich habe hier Möhrchen mit Eiern. So. Tränke haben jetzt auch nur noch die billigen drin. Was ist das? Ja. Verteidigung 20% und Nahkampfschaden 10%. Naja gut, Verteidigung 20%, dann sind wir auch schon bei 77. Das ist ordentlich. Oh, Ratten. Wo eine ist denn mehr? Naja, egal. Gehen wir mal hier ans Tiefe. Ja, und da ist die nächste Höhle. Alles noch zu, alles noch verschlossen. Rücken ist auch frei. Gut. Dann brechen wir hier mal. Na. Ah. Komm schon. So. Ein bisschen Gold. Und an dem verheizen wir jetzt erstmal die billigen Pfeile. Ja, der ist auch schon halb kaputt. Mensch, der Bogen an die Reichweite, das ist ja der Hammer. Ja, stopp. Runter, runter, runter. Nein, was seid denn ihr? Weberspinnen. Weberspinnen. Ja, die schauen cool aus. Die will ich eigentlich. Okay, die sind schneller als ich. Ihr seid gemein. Wow, und ihr seid stark. Okay, 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 okay. Stopp, stopp, stopp. Essen. So, und das und das und. Wow. Und ihr lasst nur die kleine Scheiße fallen. Das ist doch hier lächerlich. Weberspinnen. Wie heißen die, wo in der Wohnung sind? Weberknechte, glaube ich, gell? Jo. So. Da machen wir jetzt erstmal die Skelette da hinten weg, dass wir hier unsere Ruhe haben. Mensch, neue Spinnen auch entdeckt. Das freut mich immer sehr, wenn wir neue Gegner entdecken. Oder die uns entdecken. Solange wir immer noch abhauen können, ist das echt okay. Ah ja. So, du auch noch. Eintritt und du bist weg. So, da hinten ist, ja, frei. Und was gibt's hier? Nahkampfschaden. Mittlerweile soll es mit der Trankanzeige auch angeblich besser sein, aber ich, ja, ich sehe jetzt hier keine großartige Verbesserung. Ich sehe jetzt den Schutztrank und den Nahkampfschadentrank. Aha, die stacken, ne? Das ist ja ein Witz, oder? Wenn ich jetzt den Schutztrank einwerf. Oh, das ist witzlos. Ah, das ist doof. Ich weiß jetzt echt nicht, irgendwas war von Verbesserung der Tränke oder der Anzeige der Tränke oder irgendwas drin gestanden in den Patch Notes. Aber ob das dann auch tatsächlich so ist, egal. Wir hauen jetzt hier mal den alten Schneetroll, ne, den uralten Schneetroll kaputt. Kriegen schon einen kleinen Trommelschlag und ja, vergehen uns in seiner Truhe mit lauter schönen Zeug, Schinken und was haben wir hier? Schon wieder diese goldbesetzten Schulterpanzer, die haben wir doch auch schon ein paar Mal gefunden. Ein kräftiges Mitgebräu, das ist sehr lecker. Ah, und wieder kein Platz. Ah, okay. Eicheln weg, Reißzähne weg. Und ja, dann haben wir wieder Platz. So, weiter geht's. Ah, jetzt darf ich mich hier wieder durchkloppen, aber das machen wir jetzt schnell. Teilweise brauchen wir nur einen Schlag. Ist das schön? So, und dann weiter nach rechts durchkloppen, dann schauen wir, ob da eine Höhle ist, dann geht's wieder nach links und ja, das Spiel machen wir jetzt so lange, bis unser Inventar so weit überquillt und wir nichts mehr wegschmeißen können. Oh ja, wir sind soweit, unser Inventar quillt voll und wir können nichts mehr wegschmeißen. Doch ein bisschen was geht noch. Ja, mit dem Steinsalz bin ich doch etwas sparsamer, weil, wir schmeißen mal das Steinsalz weg. Steinsalz ist teuer geworden. So, Steine, das nehmen wir alles hier mit. Ja. Aber wir haben keine Pfeile mehr drin, dann können wir mal die ausrüsten, benutzen. So. Du dahin, du dahin, du dahin. So. Möhrchen mit Eiern. Ja, dann schaut es mit unserer Gesundheit wieder sehr gut aus. Ich hätte mir aber mehr von den Trank der Geschwindigkeit. 30% und Unsichtbarkeitstrank. Wieder gegen Bisons.
Ja, das brauchen wir mittlerweile gar nicht mehr. Oh, da geht er ab, ey. Mit seinem Beinchen. Sieht aus wie so eine Maschine da unten. Sackgasse. Okay, links geht's nicht weiter. Dann gehen wir tiefer. Ja. Der Fels. Ja, sowas haben wir auch im Dungeon. Das heißt, da brauchen wir uns nicht dran orientieren, weil sonst, ja, verlaufen wir uns. So, da ist die Höhle. Na, da ist bestimmt weiter rechts noch eine Höhle. Ja, und jetzt dürfen wir keine anderen Tränke hier trinken. Das ist, ich dachte immer, die Tränke stacken, aber es tun sie leider nicht. Deswegen wäre es jetzt schade, wenn wir den Geschwindigkeits... Sackgasse. Ja, doof. Es wäre schade, wenn wir den Geschwindigkeitsbonus hier verplempern würden. Deswegen, ja, als weiter nach unten. Keine Tränke nehmen. Notfalls schmeiß mal den Billigschrott hier weg. Da haben wir eh bloß noch 2 und 1. So. Oh. Kriegst einen Pfeil in den Kopf. Also die Grünen mag ich überhaupt nicht. Ich bin wahrscheinlich immer noch traumatisiert von einer der letzten Folgen. Und es ist ein Doppelpack. Das gefällt mir auch gar nicht. Auch wenn es nur kleine Spinnen sind und wir die wahrscheinlich im Nahkampf wesentlich... Okay, im Nahkampf wesentlich effektiver wegmachen. So, ach, mit der schönen F-Taste da. Das ist so eine feine Sache. Okay. Genauso wie mit der Shift-Taste und der 1. Ja, und da unten sehe ich gleich die nächste Höhle. Oh, und aber alles hier voll noch. Ja, sollten wir vielleicht dann erstmal im Dungeon aufräumen. Das wäre doch auch mal eine Idee. So, nichts drin. Ja, mach mich. Ja, doch, mach mir hier mal einen Weg nach unten. Oh ja. Dann gibt es jetzt mal ein bisschen Mining-Action live von den Farben, nicht zwischen den Folgen. Die Pilze, die lassen wir hier. Ich denke, die kaufe ich mir so nach und nach alle beim Händler zusammen, wenn wir mal wissen, okay, die Pilze brauchen wir oder die Pilze brauchen wir. Ja, da machen wir noch ein Loch nach unten. So, was gibt's hier? Oh, ein Frosch. Und damit wäre unser Inventar schon wieder mal voll. Schaut noch kurz in die Höhle und je nachdem, was da drin ist, gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter. Geht's hier hinten noch weiter? Ne, hier ist eine Sackgasse. Bisschen Stein noch. Die Chance, dass hier in den Ecken was drin ist, ich weiß nicht, ob die genauso groß ist, wie wenn man jetzt hier normal minert, aber ich vermute es mal. So, einmal nach oben. So, was haben wir hier Schönes? Ich sehe es noch nicht. Ab und zu sind die Höhlen auch leer, aber dann ist auch leider nichts in den Truhen. Das ist wahrscheinlich einer dieser Fälle. Ja. Toller Kochkessel, mit dem wir hier ultimative Nahrung zubereiten können. Hm. Ne, das schenken wir uns. Da ist die Zeit eigentlich zu schade. Ja, und dann meine ich jetzt einfach noch ein bisschen hier weiter nach rechts. Vielleicht finden wir ja noch die Höhle über uns. Irgendwo muss hier auf jeden Fall noch was sein. Ja, eine Sackgasse. Ja, und wenn man hier nicht 5 oder 6 Mal draufkloppen muss, ist es auch bei meinen Zuschauern, denke ich, auch wesentlich angenehmer, wenn halt ein bisschen was vorwärts geht. Komischerweise braucht man für die Löcher im Boden genauso viele Schläge. So. Machen wir hier nach links noch frei. Und ja, dann geht es eigentlich schon wieder weiter nach rechts. So. Ja, und hier geht's nach unten. Da machen wir uns dann gleich ein Loch im Boden rein. Nur für den Fall, dass wir hier von der anderen Seite mal vorbeikommen. Oh, ein Schweinchen-Amulett. Was schmeiße ich weg? Ich schmeiße weg. Ich trinke den jetzt einfach. So, dann kommt es mit. Wildschwein-Amulett. Da müssen wir wahrscheinlich Ferkel fangen, deswegen sind die da. Also ist die Vermutung.
Und ja, da müssen wir uns aber noch ein bisschen in den Fallen probieren, ob das mit der... Ja, ich denke nicht, dass das mit der normalen Reisigfalle geht, dass wir so ein Wildschwein fangen. Also es wird ja überhaupt keinen Sinn machen, dass hier verschiedene... Oh, was kommt denn da? Ach, die grünen Spinnenweibchen. So, Schwert. Und aufs Maul. Ja, hier gar kein Problem mehr. Inventar voll. Was können wir hier nicht mitnehmen? Nee, 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 nee. Das geht gar nicht. Oh ja, das trifft sich gut. Unser Schloss wird angegriffen. Ich schmeiß mir jetzt noch... ja, scheiße. Die hauen wir weg. Dafür nehme ich den grünen mit und dahinter liegt noch irgendwas. Wie machen wir das? Benutzen. Ja, gut. Den einen Pfeil lassen wir jetzt hier. Dann... Das kann man ja stacken und die Malachiteier mit. Und dann geht's nach Hause hier Burg verteidigen. Weil das wird natürlich auch immer teurer. Ja, und was mir leider aufgefallen ist, was seit der neuen Version nicht mehr geht, ist draufhauen und die Skelette kommen lassen. Die bleiben jetzt wirklich an der Mauer stehen. Was mit unserer Ausrüstung mittlerweile kein Problem mehr darstellt, aber ja, so vor ein paar Folgen noch, da haben wir doch immer hier ordentlich noch was auf die Mütze bekommen. So, was können wir hier mitnehmen? Das geht nicht. Dahinter ist doch noch so Zeug. Das will ich haben, bitte. Egal. Inventar ist voll. Das hilft alles nichts. Wir müssen uns jetzt ausmüllen gehen. Kein Platz für Möhrchen. Kein Platz für Eier. Nix. Nix Platz. Aber bevor ich jetzt hier den Weg umsonst gehe, dann machen wir das doch ganz geschickt. Das kommt hier alles mal rein. Eisen auch. Eisen könnte man mal wieder ein paar durchschmelzen gehen. Kohle haben wir en masse. Genauso wie Steine. Was haben wir hier noch schönes? Kupfer? Ja, das dürfte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Ne, jawohl. Kupfer haben wir eigentlich auch einen ansehnlichen Vorrat. Titan ist auch okay. Gold. Ja, Gold dürfte ein bisschen mehr sein. Genauso wie Silber. Silber ist momentan ja ein bisschen das Problemkind. So, Ton. Ja, haben wir eigentlich auch genug. Zumindest für den Moment. Ja. Tränke waren hier. Ne, Edelsteine waren hier, das ist aber auch okay. Das war's schon wieder. Das kommt hinten rein. Eventuell sortiere ich das Zeug dann mal irgendwann da vorne mit rein, aber momentan liegt es da hinten eigentlich noch ganz gut. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir noch an Geschwindigkeitstränken rumliegen haben. Denn, ja... Bisschen schneller unterwegs zu sein, das wäre schon praktisch. Wir haben noch 5 Stück mit 30%. So, dann nehme ich mal mir 2 Stück mit. Na, kleinen Moment. Oh, ja, danke. So. Ja, wir haben so viel Bison-Unsichtbarkeitstränke, da könnte man es theoretisch komplett unsichtbar durch die Ränder hier bewegen, aber... Das brauchen wir ja nicht mehr. So, was kommt jetzt hier noch rein? Die nehmen wir mit, haben wir gesagt. Dann packe ich die mal hier hin. Pfeile haben wir noch ein bisschen dabei. Ja, mittlerweile klappt es auch halbwegs gut mit der Koordination der Skelette. Die sind mittlerweile nur noch ein paar Minuten Zeit versetzt. Ja, teilweise auch fixe. Also gleichzeitig haben sie es bis jetzt noch nicht geschafft, aber sie waren nah dran. Ja, und irgendwas von Spinnenfleisch sollte man es mal hier kochen oder lernen oder ja, wie auch immer. Was kommt hier rein? Nix, aber hier. Du, du, du und du und du und ja. Die Spinnenfangzähne auch noch und ein Froschamulett, das kommt aber vorne rein. Das Essen nehmen wir mit und den haben wir hier woanders hin. So. Nee, nimm mal mit. Wenn es mal brenzlig wird, ist so eine Komplettheilung dann doch richtig gut. Okay, und die kann man stacken. So, und jetzt fixiert zur Burg. Dann kloppen wir hier die noch kurz weg. Oh. So. Okay.
Ja, Ende des Angriffs und leider auch schon wieder das Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Niflheim. Und wenn uns hier der Gegenwind jetzt nicht noch weiter auf den Sack geht, dann kommen wir irgendwann noch in unsere Bude. Und jo, ich gehe jetzt ein bisschen in die Mine. Ich schaffe jetzt ein bisschen Silber ran, wenn das möglich ist. Wenn irgendwas Interessantes passiert, schalte ich natürlich wieder ein. Und ja, wenn ich eine Höhle entdecke, dann hebe ich mir die natürlich auf. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ade.